Hallo allerseits, euch einen wunderschönen guten Morgen und einen guten Wochenstart. Und das trotz des schwachen Marktes, der DAX ja wieder nach unten gegappt, also nicht wirklich Stärke gezeigt. Soll uns nicht wundern, soll uns nicht ärgern. Als Charttechniker wissen wir ja, wir können ja sowieso beide Richtungen spielen. Ist das gar kein Drama. Wenn ich mir so den Chart aktuell angucke, zum Beispiel die Amerikaner, wie diese schon in der Vorbereitung, also sprich noch außerbörslich im Moment unterwegs sind, dann sehen wir, dass wir da zwar nach oben kommen, also der Markt versuchte sich so ein wenig in den letzten Stunden, aber das war eher ein Lippenbekenntnis. Charttechniker wissen, das sieht nach einer Bärenflagge aus. So ein bisschen Trendkanal nach oben. Ich zeige es euch mal in diese Richtung. Vielleicht schicke ich nachher nochmal ein Video oder ein Screenshot mit Chancen, mit Aussicht darauf, dass der Markt sich nochmal nach unten entsprechend fortsetzt. Wir werden sehen, ob es denn passiert. Achtet darauf, ob ihr da getriggert werdet. Etwas Ähnliches ist vielleicht beim US-Dollar-Yen inzwischen schon passiert. Dort hatten wir nämlich eine Flagge, da sind wir eigentlich durch den Trigger schon raus. Da kann man sagen, ja, warum erzählt er das denn jetzt? Aber all das, was, ich glaube, das war das auf Tagesbasis oder irgendwie 4-Stunden-Basis, also etwas längerfristig, alles, was der Markt jetzt nach dem letzten Schub nach unten auf der kleineren Ebene wieder nach oben wackelt, vielleicht sogar in Richtung unseres Einstiegspunktes hin, kann man dann wieder nutzen. Also man könnte dann sagen, da kann ich ja verspätet nochmal rein. Ganz wichtig, es sollte dann wackelig nach oben gehen. Denn wir wollen ja nicht, dass der Markt auf einmal Stärke zeigt. Das wäre ja genau das, was wir nicht haben wollen. Also das als kleiner Hinweis dazu. Schub runter haben wir. US-Dollar gegen Yen, wenn er jetzt wackelig hochkommt, das nochmal gucken, um dann vielleicht da einen Trade zu initiieren. Ihr seht also, es gibt eine ganze Menge, was im Markt aktuell spannend ist. Ich werde vielleicht nachher nochmal Screenshot schicken, das ein oder andere Video. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr auf jeden Fall einen guten Einstieg habt. Ach was, bevor ich das vergesse. Wir haben Montag und es gibt Termine, nämlich die Einkaufsmanager-Indizes heute Nachmittag 16 Uhr. ISM-Einkaufsmanager-Index besser erwartet als zuvor, also vielleicht sogar ein positives Event. Abwarten, aber 16 Uhr höre wohler zu erwarten, dass der Markt da ein wenig drauf reagiert, also ein bisschen mal aufpassen, was von der Seite eben unterwegs ist. So, ansonsten denke ich mal, für diesen Augenblick soll es das gewesen sein. Ich drehe mich noch mal einmal im Kreis, das mache ich ja so oft und das diesmal auch am Video, denn ich bin gerade in der Türkei und bin sozusagen im Bootcamp-Trainingslager. Es ist nämlich auch hier heiß und schwül, ähnlich wie man mir das aktuell aus Tokio berichtet. Ich kriege immer Nachrichten, sei froh, dass du nicht da bist, hier ist so heiß und schwül. Ja, danke schön. Ja, hätte ich das mal gewusst. Hier ist es quasi genauso und insofern nicht wirklich ein Vorteil. So, in diesem Sinne gehe ich jetzt auf meinen Heimweg, der in diese Richtung geht. Das hat mit diesem Boot leider gar nichts zu tun. Das hat mit mir nämlich nichts zu tun. Sieht aber schick aus und deshalb ein wunderschöner Hintergrund. In dem Sinne, euch alles Gute. Bis dann.